Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, Donnerstag 19:30 ist es endlich wieder soweit. Nächster Totti-Stream. Wir streamen ja dann auch rein ins U-Totti. Das hat jetzt irgendwie komplett vergessen. Ist mir auch bei mir komplett in den Hinterkopf geraten. Ich habe irgendwie gar nicht ans U-Totti jetzt gedacht, aber es kommt ja, Freunde. Es kommt ja am Donnerstag. Richtig cool, richtig geil, U-Totti die Zeit, da werden nochmal richtig geile Spieler kommen und da gehen wir dann zusammen rein im Stream, ganz klare Sache. Und ich würde sagen, wir starten rein ins Video, Freunde. Ich werde euch heute in dem Video einmal erzählen, welches Level ihr jetzt ungefähr, oder besser gesagt, welches Level ihr sein solltet im Star Wars, um ihn halt auch wirklich durchzubekommen, ohne FIFA Points auszugeben. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal ins Totti. Wie gesagt, U-Totti Hype beginnt. Ich hatte es, wie gesagt, bei mir irgendwie komplett, ja, ist bei mir irgendwie komplett in Vergessenheit geraten. Aber Freunde, es ist soweit. In 3 Tagen ist es soweit, dann kommt das U-Totti raus am Donnerstag. Und ja, das sieht schon mal hier sehr vielversprechend aus. Bei mir, ich weiß nicht, ob ich schon 109 plus U-Totti überhaupt bekommen werde. Das ist halt wieder so die eine Sache, ne, wegen den ganzen... Ja, wegen dem Umtausch hier, ne? Man muss ja so viele Umtausche hier machen. Ich glaube, das geht sogar gar nicht so richtig. Wird sich da zeigen. Mal gucken, wie das Ganze, also wie sich auch der Markt am Ende entwickelt bei den ganzen U-Tottis. Weil die werden das, glaube ich, nochmal so ein bisschen durcheinander bringen. Wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Und ja, vielleicht, ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, so einen U-Totti zu kaufen. Kommt drauf an, wie teuer die halt sind. Ich habe ein Budget von 315 Millionen. Mal gucken, was der Markt dann am Ende sagt. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch rein jetzt in den Star Wars, Freunde. Und zwar, Freunde, jetzt hier könnt ihr euch dieses Video so als, ja, so als Leitfaden nehmen. Also ich nehme das Video hier am Dienstag auf, Montag, aber nach der Aktualisierung für Dienstag. Das heißt, ich bin halt jetzt auf dem aktuellsten Stand, weil ich die Aktualisierung gespielt habe. Ich habe alle Quests gemacht und kann halt jetzt nicht weiter außer ich spiele es noch 1 gegen 1, ne? Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Das heißt, ich bin jetzt so nach der Aktualisierung auf den Stand jetzt, wo ich aktuell bin. Und zwar, ich bin Level 63 und ich kann euch jetzt mal hier zeigen, ab Stufe 62. Wenn ihr Stufe 62 aktuell seid, dann seid ihr komplett im Fahrwasser. Dann könnt ihr beruhigt zu Ende spielen, immer alle Quests machen, natürlich immer aktiv spielen und dann schafft ihr das ohne FIFA Points. Wenn ihr aber dahinter seid, sieht schlecht aus. Dann müsst ihr wahrscheinlich FIFA Points investieren oder ihr lässt den Manager-Modus 5 Nächte durchlaufen und spielt 1 gegen 1 und sonst was. Sonst wird es halt sehr, sehr kritisch mit dem, ja, mit der Icon hier hinten, Kantonar. Ich würde euch halt empfehlen, viel online halt zu spielen, ne? Division Rivals, Manager-Modus, 1 gegen 1, wo es Angriff. Das bringt halt immer gute Quest-Punkte. Ansonsten halt Skillspiele, dies, das, Ananas. Ihr wisst es eigentlich, es gibt schon, ich denke mal, ihr wisst schon alle Methoden, die es gibt, um halt Quest-Punkte zu bekommen. Ich hatte da auch mal ein Video, glaube ich, zu gemacht, ne? Ist aber auch schon lange her. Ist nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, aber könnt ihr mal trotzdem vorbeischauen. Ist irgendwo auf meinem Kanal. Irgendwo lungert es rum. Ja. Also wie gesagt, Level 62 ist so das Level, was aktuell im Fahrwasser ist. Also wenn ihr Level 62 seid, aktuell sehr im Fahrwasser, dann braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ihr solltet aber trotzdem nicht vernachlässigen, sondern halt weiter dranbleiben, weiter durchziehen. Weil wenn ihr mal einen Tag oder so vergisst, dann wird es natürlich wieder schlecht. Ne? Dann rutscht ihr wieder nach hinten. Von daher, ihr müsst euch immer denken, das ist immer ein Tag. Also ab 62 morgens, dann 63, 64, immer so weiter. Genau. Weil halt eben auch die FIFA Points, also halt die Stufen, werden immer teurer von den Questbooken her. Und das bedeutet halt auch, die kosten mehr FIFA Points. Ich glaube, um die 400, glaube ich, oder 300, ich glaube 300 kostet jetzt eine Stufe. Und hier hinten kommt dann irgendwann 400 FIFA Points und das ist halt schon extrem teuer. Das ist halt wirklich schon extrem teuer, deswegen spielt lieber viel, damit ihr halt nicht so viel FIFA Points ausgeben müsst. Das ist ja auch... nicht so optimal, Freunde. Also wie gesagt, 62. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr aktuell steht. Auf welchem Platz ihr, also welche Level ihr gerade seid im Star Pass. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir gehen hier nochmal rein. In ein paar Totti Packs kommen. Ich öffne hier nochmal 1, 2 Totti Packs, paar 99 Plus Packs hier.
Mal gucken, wir ziehen die Kurbels. Jawohl, ich sehe den Kurbel schon. Alter Kurbel, ne? Ach, schon so aufgezogen, der Mann. Ich kann ihn irgendwann langsam nicht mehr sehen. Aber er kommt nicht mehr. Okay, Borja Iglesias. Ich glaube aber, Umtausch mache ich. Ja, machen wir im Stream. Dann machen wir im Stream zusammen. Oder komm, einen mache ich jetzt. Aber dafür will ich jetzt einen Walkout sehen. Ey, für den einen einzigen möchte ich jetzt hier einen Walkout sehen. Mach es. Oh, ich hab's gecallt. Let's go. Ah, Marokko schon. Bono. Bono hatte ich noch nie. Auch wieder mal ein neuer. Totti spielt jetzt hier 104. Okay. Ist nicht verkehrt. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Meine Totti-Sammlung ist auf jeden Fall wieder groß geworden. Dann muss ich. Können wir im Stream auch wieder alle wahrscheinlich dann im Umtausch reinknallen, weil ja, das ist, die verkaufen sich nicht bei mir, ne? Ich habe schon so oft viel darauf gestellt, die verkaufen sich nicht bei mir. Auch hier die Larrys nicht, die ich gezogen habe. Kannst du vergessen. Kannst du ja wirklich vergessen, ne? Naja, was willst du machen, ne? Naja, so viele Totti-Spiele habe ich eigentlich gar nicht. Ich hätte jetzt auch mehr geschätzt, aber gut. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Courtois ist ein bisschen runtergegangen, ne? Obwohl. 5.2. Wann habe ich den gekauft? Ah, das war ja vorletzte Woche. Ja, okay, alles gut. Kein Verlust hat so krass gemacht. Ich hätte schon gedacht, ah, hat er so einen krassen Verlust gemacht? War wahrscheinlich nicht. Campbell, ja, gibt es auf dem Markt, aber mir immer noch zu teuer. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass das U-Totti da nochmal ein bisschen was durcheinander bringt mit dem Preis, damit das ein bisschen runterfällt, besser gesagt. Weil das ist eigentlich ganz angenehm, ne, wenn sie nicht so teuer sind, Freunde. Ich würde sagen, das war's gemeinsam mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Dann sehen wir uns morgen in der frischen Video, Freunde. Macht's gut, bis morgen, haut rein und ciao.